Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und hier kann man wirklich aus einem Meter reinspringen und es passiert nichts. Der Teich ist erst vor kurzem abgelassen worden und meine Beinchen bzw. Schuhe hinterlassen hier einen 2 cm tiefen Abdruck und das ist wunderschön weich. Ein Baby-Naturteich und ich bin froh, dass ich den Blog aufzeichne, weil ich habe den schon mal gemacht und habe jetzt gerade so nebenbei gefragt, wie man jetzt eigentlich mit den Teichen derzeit vorgeht, weil ich weiß, man lernt aus der Erfahrung, man verändert, es gibt neue Produkte, es gibt Erkenntnisse, die man natürlich übernimmt und da hat sich auch für mich viel Neues ergeben, was ich so noch nicht wusste und ich erzähle Ihnen das jetzt einfach mal. Wir haben hier einen Teich mit, glaube 200 Quadratmeter Größe und der ist relativ neu gebaut, der Schlamm ist auch relativ neu. Ein Teil vom Schlamm wurde von anderen Teichen übernommen, der andere Teil wurde eingebracht. Übrigens, hier hat es keine Betonsohle, sondern der Boden unten ist das, was hier die Natur hergegeben hat. Wir haben Herbst, der Teich ist abgelassen, der wird jetzt auch nicht mehr aufgefüllt bis ins nächste Frühjahr. Der wird erstmal, wie man so schön sagt, trocken stehen gelassen. So, im Frühjahr gehen dann die Jungs von Konishi her und dann muss als allererstes der Schlamm aufbereitet werden. Wie funktioniert das? Da kommen erstmal viererlei Substanzen rein. Als erstes aus tierischem Kot hergestellter Dünger. Dann haben wir aus Früchten, Orangen, Mandarinen, Zitronen, aus den Schalen ein Produkt, was hergestellt wird und hier eingebracht wird. Und dann haben wir noch ein Nebenprodukt bei der Kaffeeproduktion, was hier auch eingebracht wird. Na, haben die kleinen Koi schon ihren Morgenkaffee? Alles gut. So, und diese drei Produkte haben nur zur Aufgabe, den Schlamm nachher, das Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Kleinstlebewesen zu versorgen. Weil wenn das jetzt trocken liegt und im Prinzip in Anführungszeichen tot wäre, dann tut sich natürlich die Biologie relativ schwer, wieder in Schuss zu kommen. Wenn man aber die ganze Geschichte düngt, wenn dann ein bisschen Phosphat reinkommt, wenn allerhand andere Stoffe reinkommen, dann hilft man dem Mikrobiom entsprechend schnell zu wachsen. Nachdem die drei Stoffe eingebracht wurden, und falsch, es fehlt noch ein vierter Stoff, Austernschalen, gehäckselte Austernschalen kommen auch noch rein. Die sollen später dann, kennen wir, den pH-Wert stabilisieren. So, wenn diese vier Stoffe eingebracht werden, dann wird hier alles mal durchgepflügt und wird es alles mal miteinander vermischt. Wenn das der Fall war, dann wird Perlka eingebracht. Wir kennen Perlka, das ist ein Produkt von Bayer. Und dieses Produkt ist im Prinzip eine Desinfektion. Ja, das wird als nächstes eingebracht. Da wird auch der ganze Teich nochmal mit Perlka versorgt. Dann wird wieder alles durchmischt und dann wird Wasser eingelassen. Und jetzt passiert was und das ist die Desinfektionswirkung von Perlka. Eine Woche, nachdem das eingebracht wurde, steigt der pH-Wert brutal hoch an. So, und durch den Anstieg des pH-Werts sterben im Prinzip alle Keime, die wir nicht haben wollen. Wahrscheinlich auch viele gute, aber die guten kommen dann nachher wieder. Aber der Teich wird erstmal desinfiziert. So, dann muss man nochmal circa eine Woche warten. Und in dieser einen Woche kann es jetzt passieren, muss aber nicht, dass der Teich grün wird. Und mein seitheriger Kenntnisstand war, dass der Teich grün werden muss, um sogenanntes Mitschinko zum Wachstum anzuregen. Mitschinko ist nichts anderes als der Wasserfloh. Und der Wasserfloh soll im Prinzip nachher als Naturnahrung für die kleinen Koi dienen. Und da kommt jetzt der erste Punkt, den ich heute gelernt habe, der mir neu war. Mittlerweile kümmert man sich gar nicht mehr um das Mitschinko, um den Wasserfloh, um das grüne Wasser. Makoto sagt, 2 Wochen nachdem Perlka drin war, respektive 2 Wochen nachdem Perlka-Eintrag und dem Auffüllen des Wassers, kann man den Teich besetzen. So, und man besetzt ihn, ob das Wasser nun grün ist oder nicht grün ist, ob Mitschinko drin ist oder ob Mitschinko nicht drin ist. Weil man ist mittlerweile dazu übergegangen, die Koi ab dem ersten Tag im Teich mit Fischpowder, also mit ganz normalem Fischmehl, zu füttern. So. Und ist jetzt keine Naturnahrung da, weil das Wasser nicht grün wurde. Und witzigerweise, hier ist braunes Wasser, hier ist grünes Wasser. Das kann ich Ihnen nachher noch demonstrieren, ist wirklich so. Unabhängig davon, ob jetzt grün oder braun, ob mit Mitschinko da oder nicht, die Fische kommen rein und werden ab dem ersten Tag mit Fischpowder gefüttert. Und ab dem ersten Tag wird das Fischpulver quasi in den Eimer getan, es wird Wasser reingetan und dann mit der Kelle, und vermischt natürlich mit der Kelle für alle Fälle, wird das verteilt und die kleinen Koi raffen das relativ schnell, wo das Fischpowder herkommt. Und Fischpowder hat ca. 60% Eiweiß und hat im Prinzip von der Zusammensetzung exakt das, was die kleinen Koi benötigen. Und jetzt habe ich Makoto gefragt, ja, und wenn Mitschinko da ist, dann sagt er, das ist natürlich der Traum,
Wenn Michinko gleichzeitig da ist und gefüttert wird, dann wachsen die kleinen Koi um das ca. 1,5-fache. Also man weiß das, der Wasserfloh ist die perfekte Babykoi-Nahrung, aber er sagt, wir haben hier 60 oder 80 sogar, ich glaube 80 Baby-Naturteiche. Wir können uns gar nicht darum kümmern, dass da in jedem Teich das Wasser grün wird. Und ganz ehrlich, wie sollen wir es denn auch machen? Das ist die Natur. Und wir haben es ja schon mal am Naturteichpark Hongo-U gezeigt. Hongo-U ist da und Hongo-Ue, respektive Sta ist unten, Ue ist oben. Da war der eine Teich grün, der andere war braun. Ja, zwei Teiche, die direkt nebeneinander liegen, die das gleiche Wasser bekommen, die gleichen Sonneneinstrahlung haben. Also was soll man tun in einem Freilandteich? Wenn es nicht da ist, ist es halt einfach nicht da. So, also die Wachstumsgeschwindigkeit ist 1,5-fach, also das Loch hier wird immer tiefer, ist 1,5-fach höher, wenn Fischpowder drin ist. Nach so 2-3 Wochen geht man dann dazu über, wenn die kleinen Koi schon etwas größer sind. Und dann beginnt man, und das ist auch die Erfahrung, dann beginnt man damit, dass das Fischpulver nicht mehr als Powder eingebracht wird, ja, wo es dann quasi wie so ein wie eine Staubwolke sich verteilen, die kleinen Koi am Fressen sind, sondern dann beginnt Chrisan und die ganzen Teiche werden einmal am Tag von Hand gefüttert. Also Chrisan fährt den ganzen Tag nur rum und füttert die kleinen Koi, sondern dann wird quasi eine Paste daraus gemacht. Also es wird weniger Wasser zum Fischpulver dazu gemischt, zum Fischmehl dazu gemischt und dann werden so Bälle geformt oder Würste geformt und werden dann im Teich verteilt. Und dann können die kleinen Koi davon nämlich besser fressen, dass sie da hingehen und sich richtig den Bauch vollhauen und würden die nur dieses Frei in dieser Staubwolke sich aufhalten, würden sie nicht so gut fressen und auch nicht so gut wachsen. Also das ist alles, sind alles Dinge, was die aus der Erfahrung sich erarbeitet hat. Und in den Naturteichen wird auch über den ganzen Sommer über, also bis die Fische schlussendlich ins Glashaus kommen, wird auch ausschließlich Fischmehl gefüttert. Das war mir auch neu. Ich habe immer gedacht, man hatte nochmal so besonderes Futter, Zusatzfutter, irgendwas. Nein, Fischmehl. Und das kann ich auch, mich hat, Sie kennen, Richard und Randolf. Randolf und Richard, die beiden, wo auch ihre Koizucht haben, wo wir auch mal viel geblockt haben. Und sie haben mich dieses Jahr auch mal gefragt, was ist die beste Nahrung für die kleinen Koi, bla bla bla. Und dann habe ich mal Kotto angerufen. Dann sagt er, kauft euch Fischmehl, kauft euch ein hochwertiges Fischmehl. Und sie werden das jetzt auch umstellen. Da bin ich auch auf die Resultate gespannt. So, jetzt vielleicht noch zur Besatzdichte. Das haben wir aber schon öfters mal erwähnt. In so einem Naturteich, 200 Quadratmeter, können wir beim Erstbesatz 20.000 kleine Koi einsetzen. Wieso genau 20.000? Auch da wissen die Koi-Züchter aus der Erfahrung heraus, 100 Koi pro Quadratmeter Baby-Koi Aufzuchtteichfläche ist perfekt für 100 Koi. Und steigern Sie die Qualität, steigern Sie die Anzahl auf 150 oder 200. Wir hätten jetzt gedacht, Sie wie ich, ja, dann ist das Wachstum nicht mehr so groß. Oder die Wasserqualität vielleicht nicht mehr so gut. Nein. Makoto sagt mir ganz klar, dann geht die Qualität, also jetzt wird sie echt ätzend, ich muss ein bisschen nach seitlich, dann geht die Qualität der Babykoi oder der gesamten Zucht, die Qualität der Nachkommen senkrecht nach unten. Was hat das für einen Einfluss auf die Qualität? Ganz einfach, und da gibt es viele Theorien zu, aber jeder Koi-Züchter weiß das, die Besten sterben zuerst. Nennen Sie es, Schönheit kostet Kraft, Schönheit kostet Energie, wie auch immer. Aber es ist tatsächlich so, er sagt, wenn wir die Anzahl verdoppeln würden, würde sich die Zahl der Top-Tadigoi aus einem Jahrgang halbieren. Nach circa 4 Wochen findet dann die erste Selektion statt. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt 100.000 Karashigoi Nachkommen. Die würden dann in die Größe Teich, würde man 5 Stück brauchen, 20.000 je Teich, würde man die auf 5 Teiche verteilen. Nach der Selektion, in der ersten Selektion, fliegen ca. 90% raus. Dann habe ich noch 10.000. Die Fische sind dann größer, dann geht natürlich auch die Anzahl pro Quadratmeter zurück. Ich weiß jetzt nicht ganz genau nach der ersten Selektion, aber schlussendlich kann man dann die 5 Teiche auf einen Koi einkochen. Sprich, man braucht dann nach der ersten Selektion nicht mehr 5 Teiche, sondern nur noch einen, um weiterzumachen. Und die anderen 4 werden dann erstmal leer. Und dann, wenn man wieder leere Teiche hat, kann man das nächste Elternpaar ansetzen, weil man hätte wieder Platz für 80.000 Nachkommen. Aber was tut man, wenn man jetzt statt 80.000 Nachkommen, wenn in der Zucht 150.000 oder 200.000 rauskommen, wenn Sie ein professioneller Züchter sind, dann trennen Sie sich gleich nach dem Schlupf von, also ist natürlich unselektierte Masse, sieht man ja noch nichts, trennen Sie sich gleich von 120.000 und setzen Sie konsequent immer nur die 100 Stück
pro Quadratmeter ein. Auch interessant, auch noch eine witzige Information, weil man natürlich möchte, dass Mitschinko da ist. Und das Mitschinko lebt überwiegend von der Algenblüte und natürlich auch von allem anderen. Aber die Algenblüte, das boostet die ganze Wasserflohgeschichte. Damit man während dem Stilllegen eines Teiches oder während dem Nichtbesetzen eines Teiches, ja, danach müssen ja erst wieder die Elterntiere ableichen, die kleinen Keulen müssen geschlüpft werden, sind ja alles biologische Prozesse, die man nicht auf Knopfdruck steuern kann. Dann geht Chris an und das ist was, wo Makoto ihm, oder wo Chris Makoto auch erst irgendwie vor ein paar Wochen erzählt hat, dann geht Chris dazu über, dass er die Teiche, die leer sind, genauso behandelt wie die Teiche, wo Fische drin sind. Also er füttert ganz genauso Fischmehl. Warum tut er das? Um im Prinzip auch mit Mitschinko anzufüttern, um den Teich zu düngen damit, dass vielleicht der Teich grün wird. Und es wird kein Teich hier überhaupt jetzt auf Diät gesetzt. Also es wird quasi komplett durchgefüttert. So, und dann hat man hier seine, ja, im Regel 3-4 Selektionen, je nach Varietät und Wachstumsgeschwindigkeit. Und nach 3-4 Selektionen geht es dann irgendwann, das ist genau hinter Ihnen, in Glashaus C für die allerbesten Koi, die weiter von der Konishi-Koi-Farm großgezogen werden, respektive die, wo dann als Standard-Koi verkauft werden, die gehen dann in Glashaus B. Das will ich Ihnen im nächsten Block zeigen, das Glashaus C, was wir in diesem Jahr bereits reingeholt haben. Sie sehen viele Teiche, Sie sehen es hier natürlich nicht, aber Sie sehen es gleich. Viele Teiche sind noch voll, also die Selektion findet hier bis ca. Mitte Dezember statt und Mitte Dezember sind dann irgendwann alle Teiche leer und alle Fische im Glashaus. Und jetzt zeige ich Ihnen noch den Unterschied zwischen grünem Wasser und braunem Wasser. Ah, hier ist es ja noch tiefer. So, fangen wir mit dem Guten an, wobei das andere nicht schlecht ist, aber halt anders. Hier sehen Sie ein richtig tief dunkelgrünes Wasser. Mal schauen, ob man es gut sieht. Ja, sieht man, also das ist richtig grün und da ist die Chance, dass Mitschinko drin ist oder die Wahrscheinlichkeit, dass Mitschinko, der Wasserfloh, drin ist, nahe 100% und die Wachstumsgeschwindigkeit der kleinen Koi ums 1,5-fache gesteigert, im Gegensatz dazu, wenn wir wie hier unten gleich zu sehen, das Wasser braun ist und wirklich braun, wo also die Fütterung ausschließlich über das Fischmehl stattfindet. Sie sehen, hier ist richtig braunes Wasser und da kommen sie gerade, ich weiß nicht, ob Sie es auf dem Video sehen, sind kleine Kohaku drin, doch sieht man, da huschen sie rum, stehen auch gerne da, wo der Belüfter ist. Da versammeln sie sich und die haben jetzt schon gut und gerne 7, 8, 9 Zentimeter und stehen dann auch in Kürze zur Selektion. Konnichiwa. Und hier ist das Wasser auch. Also, wir sehen, so funktionieren Naturteiche und ich kann Ihnen versprechen, wenn auch Sie mal zu Hause spaßeshalber züchten, die 100 Koi pro Quadratmeter gelten schlussendlich auch für Innenanlagen. Das ist von der Gesetzmäßigkeit aller Wahrscheinlichkeit nach dasselbe. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse. Und als nächstes schauen wir in Glashaus C.